Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Teil 5 meines Let's Plays zu Dark Souls 2. Und im letzten Teil war es recht erfolgreich. Wir haben jede Menge Sachen sammeln können und ein weiteres Leuchtfeuer aktiviert. Und zudem haben wir jetzt auch noch den Schlüssel für den Schmied. Und ja, ich glaube, das werde ich jetzt erstmal machen, bevor wir aufleveln, oder? Wollen wir direkt mal mit was Tollem anfangen. So. Ach, komm. Ich schließe dir direkt mal auf. Tada! So, gucke ich mich erstmal um. Dicke Truhe. Dicker Schatz? Fragezeichen. Ein Kurzbogen. Sehr gut. Oh, jetzt bin ich froh, dass ich nichts für Fernwaffen investiert habe im letzten Teil. Denn das ist natürlich ganz besonders toll. So, mein Freund, was sagst du dazu? Ah, yes. Very good. Now I can get to work. Ja, genau das wollte ich damit sagen. Come again later. Okay. Wirklich? Ah, yes. Very good. Ja, wirklich. Okay, naja, und dann komme ich später wieder. Ich habe ja auch noch genug zu tun. Nämlich aufleveln. So. Endlich das erste Mal. Ja. Seek the King. Ja, genau. Okay, ich überspringe das mal. So, haben wir noch eine Scherbe? Ach, schade. Gut, dann werden wir jetzt mal schauen, in was kann ich denn? Also ich wollte es ja eigentlich in Geschicklichkeit investieren, damit wir die Waffen tragen können. Das Schöne ist, dass es halt trotzdem Lebensenergie auch ein bisschen gibt. Anders als in Dark Souls 1 sind jetzt die Statistiken hier viel mehr breitflächiger betroffen, wenn man etwas aufwertet. Und was nehmen wir denn noch? Kondition? Kondition ist nicht verkehrt, ne? Ja. Ich glaube, das soll fürs Erste reichen. Super. Ja, jetzt sieht das mit den Seelen auch wieder ganz gut aus und wir können jetzt wahrscheinlich unseren Bogen auch benutzen. So, gucken wir mal. So, dritte Waffe, das ist schon mal hervorragend. Obwohl, eigentlich könnten wir den Bogen auch da, wo das Schild ist, benutzen. Nein, ich mach's einfach. Oh nein, 12, wie ärgerlich. Nun gut, aber zumindest können wir jetzt hier das gerade Schwert benutzen und das Kurzschwert, jawohl. So, welches ist denn schöner und besser? Ja, das hat CC als Bonus und sogar auf Blitz. Oder beziehungsweise, was ist das? Magie? Okay, das hat D auf Stärke und unser hat auch D. Ja, dann werde ich jetzt mal, glaube ich, das Kurzschwert benutzen. Genau. So. Perfekt. Ja, ist das das Kurzschwert? Nein, das ist das Kurzschwert. Das ist das Kurzschwert. Genau. Jawohl. Okay, super. Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt einfach wieder ab. Und werden weiter erkunden. So, und zwar haben wir aufgehört im Wald der gefallenen Riesen am ersten Lagerfeuer. Uiuiui. So, da sind wir wieder hier. Okay, hallo. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal. Also hier geht's runter und hier geht's die Treppe hoch. Nach oben ist immer angenehmer als in die dunklen Katakomben. So, halten wir uns mal das Schild hier. V
vor der Nase. Verschlossen. So, habe ich aber gelesen. Jetzt aufgepasst. Ein kleiner Trick. So. Auf du gehst. Sofort. So, erstmal mache ich dich hier fertig. Na komm. Hui. Der war knapp. Junge, Junge. So, was haben wir hier? Eine Handaxt und ein schimmernder Lebensstein. Ein schimmernder Lebensstein. Schön, schön. Und eine Kiste. Und zwar mit einem kleinen Lederschild und Reparaturpulver. Auch ganz wichtig. Oh, okay. Sieht nicht so aus, als wird sich hier hinter noch was verbergen. Außerdem möchte ich jetzt auch ungerne mein Schwert direkt wieder zerbröseln. So, was gibt's hier? Auch eine Kiste. Oh, sehr gut. Auf mit dir. Was haben wir hier? Estus-Flakon-Scherbe. Yes. Und kleiner weißer Symbol-Speckstein. Ja, ich glaube, der ist dafür, um sich selber als Rufsymbol zu verewigen hier und gerufen werden zu können. Und hier kann man, glaube ich, geschickt runter. So, göttlicher Segen. Sehr schön. Und ab wieder. Tada! Und da sind wir wieder. Gut, 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 gut. Einmal nochmal kurz rasten. So, ich glaube, wir sollten mal ganz kurz die Estus-Flakon-Scherbe nochmal schnell abgeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier wieder. Ich mache das mal ganz schnell ohne euch. Gut, bis gleich. So, da bin ich wieder hier im Kardinalsturm, wie ich eben gelesen habe, bei der Schnellreisefunktion. Und ja, wie ihr seht, 3 Estus-Flakons. Das lässt sich doch damit schon mal hier ganz gut angehen. Und ich würde sagen, wir klettern jetzt mal. Eieiei. Das sieht ja aus wie eine Höllenhalle. Okay, die ist doch bestimmt zu. Ja, okay, das ist wohl eine Abkürzung. Oh Gott, Gott. Hallöche. Und der große Schlag, genau. Und jetzt. So. Ah ja, ist schön. Also ich komme mit einer Ausdauerleiste, komme ich mit so einem Gegner klar. Das finde ich schon mal ganz gut zu wissen. So. Hey. Können wir sie nämlich direkt überraschen. So, wo geht's hier hin? Ah, okay, da ist, liegt was. Ich schaue mich aber mal ganz kurz hier um. Oh, 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 eine Nebelwand. Alles klar, dann holen wir uns doch erstmal hinten das. Ja. Living on the Edge. So, ich wusste es. Oh, hui. So, in die Mitte. In die goldene Mitte. So. Ja, aha. Boah. Heiß da unten, heiß. Okay, was haben wir hier? Eine Tür. Die ist verschlossen. Funktioniert das hier auch? Nein, schade. Das wäre auch zu schön gewesen. So, dann müssen wir wohl hier lang. Oh. Nebelwände, wie schön sie sind. Auch verschlossen, meine Güte. Geht auch nicht auf. Okay. So, ich übernehme das mal, bevor er mich hier versucht zu plätten. Okay, Nachricht lesen, Hinterteil, Feind. Aha. Wird hier etwa ein Endgegner auf uns warten? Nein. Auch sehr schön. Ah, genau. Hier kommt die Stelle,
Vor der ich mich ein bisschen gefürchtet habe. Weil hier müssen wir was erledigen. Was relativ essentielles auch. Na komm. So. Ein Wurfmesser. Sehr gut. Ich glaube, die können wir ganz gut gebrauchen. Naja, das ist ja immerhin schon mal ganz nett, dass die jetzt alle zu mir kommen. Na, noch mehr? Aber eben die da hinten nicht. Und das sind nämlich Bogenschützen. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Ich glaube... Wow. Ja. Jungs, es ist gut. Ich weiß, ihr wollt mich lieber tot als lebendig sehen. Aber nicht mit mir. Oh. So, schnell. Jam. So. Kind. Was können wir denn benutzen für dich? Na, eigentlich noch nicht viel. Du kannst dich jetzt erstmal austoben. Genau. So, schwupp. So, jetzt laufe ich aber weg. Tschüssi. Und muss... Aha. Oh. Da, ei. Okay. Ich sehe schon, ich muss mir hier was anderes einfallen lassen. Oh, Leute. Hört mal bitte auch auf hier auf mich zu schießen. So. Kinder. So, ich brauche Wurfmesser oder ähnliches. So, Wurfmesser. Und was haben wir sonst noch für unsere Distanz? Genau. Boah, 5! Super. Bitte lass die schnell und weit fliegen. So. Dreckschwein. Ah, nö. Okay. Dann halt so. Hehe. Naja, eigentlich könnte ich ja mit dem Wurfmesser den anderen kalt machen, aber habe ich jetzt keine Ambitionen zu. Denn ich bin froh, hier zu sein. Ganz wichtig. So, ihr seht schon, blinky blinky. Und jetzt, aufgepasst. Ich hab mich erschrocken. So, was haben wir hier? Ein Menschenbild. Sehr gut. So. Hier noch irgendwas? So, hier müssen wir lang. Und dort ist ein wunderbarer NPC. Schönen guten Tag. Oh, I'm sorry. I was just... daydreaming, I think. My name is Kale. I am a traveler, like yourself. Hallo, Kale. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was... a curse? Something about a curse? How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Naja, immerhin. Ein Kartograf. I came to this land some time ago. Dranglik, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there.
I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Schön. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Dren Lake. Now I'm traveling the land to prove it. Ah, das wäre schön. Yes, eine that's Karte. It. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Ja, absolut, absolut. Shame on you. You should have told me before. Ja. Here, take this. A key to the mansion. Tada! Sehr gut, Hausschlüssel. Und das ist in Majula, dieses große Haus mit der geschlossenen Tür. What a joy to meet a kindred spirit out here. Und das ist super. Das freut mich sehr. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Oh. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Ja, das hört sich an, als müssten wir da unbedingt mal nachschauen. Okay, hat er noch irgendwas zu sagen? I'll be back in Majula soon. Oh, schön, das ist ja super. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. Ach, gerne, immer. Scheinst ja ein netter Zeitgenosse zu sein. Und wir holen uns das jetzt mal hier. Was ist das? Gelbes Kraut. Hervorragend. Und hier wollen wir nicht unbedingt hin. Huh. Hey, Freund. Nicht cool. Okay, gut. Ich glaube, das war alles hier. Und jetzt geht es zurück. Genau. Zurück hierhin. Und dort ist eine Leiter, habe ich eben gesehen. Jawohl. Weiße Leiter auf weißem Grund. So, mir ist eben eingefallen, ich sollte mal diese Händlerkappe anziehen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Denn wir haben nämlich noch gar keinen Helm auf. So. Der Wanderhändlerhut. Schick, schick. Sehe ich aus wie ein alter Schotte. Gut, Max Murlock. Dann hauen Sie mal rein. Ah, bist du besoffen? Ah, das war der übrigens eben, der mir das Leben schwer gemacht hat. Die Sau. So. Und wir können jetzt nirgends hier lang. Nee, okay. Nichts übersehen. Nein. Sehr gut. Okay, los geht's. Dann hier wieder runter. Eine Ninja-Rolle. Und dann gehen wir mal hier runter. So. Ah, hat sich hier jemand versteckt? Nee, nicht wirklich. Okay. Nee, schade. Dann komme ich hier wohl eigentlich nur wieder hin, um raufzukommen. Und zwar, wenn ich hier unten alles abgegrast habe, glaube ich. Ja, ja, ja. Vermutlich. Oder hier? Hat der Busch was zu sagen? Nein. So, sehr schön, sehr schön. Den Schlüssel hätten wir. Wo ging's denn jetzt?
Ah, genau. Da ging's hoch. Oder sollen wir noch die unteren, die unten die Sachen holen? Na, eigentlich mal gucken, was das noch ist, ne? Müssen wir dafür nicht hier runter einfach? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ham, 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 ham. Wo lang, wo lang, wo lang? Ah, da unten, da liegt noch was, aber das ist nicht in Reichweite. Und wir können nur hier lang. Ah ja, genau, hier geht's runter. Uiuiuiui. Ah, keine schönen Abgründe hier. So, was haben wir denn hier? Eine Titanitscherbe. Sehr schön. Und was ist das da? Irgendein Riesengegner. Das sehe ich doch. Mit einer dicken Keule. Ah, herrlich. Ja, dem werden wir uns früher oder später auch stellen. Wobei ich dann doch eher auf später tippe. So, jetzt hier lang, schwupp, einmal runter. Und hier wieder hoch. So. Jetzt hier lang. Und dann gehen wir mal diese dicke Wurzel bis zum Ende hoch. Mal, wer uns hier erwartet. Aha, aha. Fiese Leute, fiese Leute. Und ein Eingang, der versperrt ist. So, so. Ihr kriegt alle euer Fett weg. So. Huh. Oh, Dreckskerl. So, diesmal habe ich was für dich. Und jetzt habe ich noch was für dich. Ey, hallo? Ah, na toll. Okay, dann komme ich dich jetzt so holen. Ist das? Ah! Weg hier! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Wer ist das? Was ist das? Ich möchte das nicht. Ah! Ei. Ist der immer noch da? Kommt er wieder? Wow. So, wo ist denn der hin jetzt hier? Der hat das Zeitliche gesegnet. Das ist ja nett. Aha. Uiuiui. Ja, das hätte ich mir auch mal vorher überlegen sollen. So, ich glaube, ich habe eh vor, gleich nochmal zum Leuchtfeuer zu gehen. Ah, Kinder. So. Nein. Jam. So, schimmernder Lebenstein und du bist dran. Oh, ja. Eat that. Wow. Ah, Kinder, jetzt kann ich ja eigentlich auch mal gucken, was hier ist. Genau, schön. Die Fässer machen wir jetzt einfach so kaputt. Spart uns ein bisschen an Waffenenergie. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. So, hier ist noch ein Treppchen.
Hallöchen. So, aha, genau. Immer in jede Ecke gucken. Das ist wie bei Jump'n'Runs, erstmal links gehen. Oh! Was sind das denn? Das sieht aus wie eine Falle. Und du siehst aus wie ein Wohlgesonnener. Hallo da. Traveling all alone in these treacherous times. Ja. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. Hallo, Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Okay, ich pass auf. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. Ooh. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Aha, oi, oi, oi. Ein Ring, den möchte ich haben. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Ja, ich möchte gucken, ich will gucken. Okay, so, nee, Moment. Wird hier hinter mir zugemacht? I'll leave this one to you. Nein, dann will ich da aber nicht hin. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Oh Gott, ein dicker Knüppel. Ein dicker Knüppelmann. So. Ihr schießt. Hehe. Nein, das war's. Ah, Bullshit. Ah. Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich die Seelen eingesammelt habe. Bis dann, euer Smurlock. Bye.